Ja, jetzt begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem diesjährigen Kongress Wirtschaft und Gesundheit, wieder hier in diesen wunderschönen historischen Anlagen von Bad Kissingen. Ist unsere Wirtschaft eigentlich gesund? Und macht unsere Wirtschaft krank? Das wären so Fragen, die mich beschäftigen. Was heißt es eigentlich, gesund zu arbeiten? Und brennen wir aus, individuell, als Einzelne oder auch kollektiv, als Gesellschaft? Im Herbst bin ich eingeladen zu einem Vortrag über Führung und Unternehmenskultur in einer ausbrennenden Gesellschaft. Was bedeutet eigentlich Gesundheit für die Wirtschaft? Was bedeutet Gesundheit für die Gesellschaft? Und was kann die Wirtschaft zur Gesundheit in der Gesellschaft beitragen? Und warum sollte sie das tun? Das sind Fragen, die wir in den nächsten Tagen hier miteinander bewegen wollen. Und Fragen, die nicht nebensächlich sind. Und das will ich Ihnen versuchen, ein wenig aufzuzeigen, weil die Realität immer noch nicht klar genug gesehen wird. Ich reise gerne durch unsere Welt. Zum einen, weil ich die Natur unseres Planeten und die unterschiedlichen Kulturen faszinierend finde und genieße. Aber auch, weil ich neugierig bin zu erkennen, wie die Menschen in anderen Ländern leben und wie sie damit zurechtkommen. Und als psychiatrisch und psychotherapeutisch ausgebildeter Arzt musste ich immer mehr erkennen, dass einfach mit zunehmender Industrialisierung und zunehmendem Wohlstand das Ausmaß seelischer Belastungen und seelischer Erkrankungen in der Welt nicht abnimmt, sondern zunimmt und inzwischen im Übrigen eine Intensität erreicht hat, die mithilfe der Gesundheitsversorgung allein nicht mehr zu bewältigen ist. Allein das muss man sich ja mal vor Augen halten, dass wir so viel seelisches Leid haben, dass wir es nicht mehr mit der Gesundheitsversorgung bewältigen können. Diese Entwicklung ist leider ungebrochen und wir wissen nicht, wann ihr Höhepunkt erreicht sein wird. In den letzten Jahren habe ich wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass wir als Menschheit aus meiner Sicht auf eine globale psychosoziale Katastrophe zulaufen, die völlig unterschätzt wird und im Grunde mindestens die Bedeutung der Klimakatastrophe besitzt, die uns droht. Die Situation in Deutschland ist typisch für unsere westliche Welt. Die Zahlen sind im Grunde bekannt. Ich fasse sie aber noch einmal kurz zusammen. Eine Zahl haben wir ja gerade gehört. Erstmal die ganz allgemeine Zahl. 20-30% der Bevölkerung entwickeln innerhalb eines Jahres eine psychische Störung. Heute zeige ich Ihnen einmal einen etwas aktuelleren Überblick aus einer Zusammenfassung wissenschaftlicher Studien von Professor Wittchen und seinen Mitarbeitern, die er im letzten Jahr für die Europäische Union untersucht hat. Danach sind Depressionen und Angststörungen am häufigsten. Also psychische Störungen insgesamt sieht man 27,1%. 12-Monats-Prävalenz, innerhalb von 12 Monaten entwickeln 27,1% eine diagnostizierbare psychische Störung. Eine der da oben. Wenn Sie die alle addieren, kommt mehr raus, aber manche sind ja auch kombiniert. Nur die Hälfte dieser Erkrankungen wird bis heute überhaupt richtig erkannt. Wiederum die Hälfte der Erkannten erhält überhaupt eine Behandlung. Meistens sind es Medikamente, nur in einem geringen Prozentsatz Psychotherapie. Aber der Spontanverlauf von psychischen Störungen ist ungünstig. Nur 23% verbessern sich spontan, also ohne Behandlung und durch Selbstführung oder Selbstmanagement. Der Rest zeigt keine Veränderung oder verschlechtert sich gar, also chronifiziert, wie wir sagen. Jetzt kommen wir zu den Zahlen, die mal einer herausgegriffen hat. Das ist auch mal wieder eine Zusammenfassung von Zahlen, von Krankheitstagen, also Fehltagen, Krankschreibungen. Krankheitstage, also aufgrund psychischer Erkrankungen, steigt bei allen Krankenkassen seit Anfang der 90er Jahre kontinuierlich an. Sie gehören inzwischen zu den Krankheiten mit den meisten Fehltagen.
Ob dieser Anstieg tatsächlich bedeutet, dass psychische Erkrankungen zunehmen oder dass unsere Bereitschaft, das zuzugeben und zu erkennen, zunimmt, das wissen wir nicht genau. Insgesamt ist es so, dass die Krankheitstage abgenommen haben und seit 2 Jahren wieder zunehmen. Also Krankheitstage über alle Erkrankungen. Nur der Anteil psychischer Erkrankungen nimmt kontinuierlich zu in den Krankheitstagen. Das kann natürlich bedeuten, dass die gesellschaftliche Belastung mehr oder weniger gleich geblieben ist, aber die Gesellschaft erkennt, dass die Überlastung, nämlich seelisch eigentlich eine seelische Problematik darstellt, was man vielleicht vorher, wie wir sagen, somatisiert hat, also über körperliche Symptome, Schmerzen oder so etwas ausgedrückt hat. Ändert für uns jetzt nichts, das heißt, wir sehen, Menschen erkennen zunehmend, dass sie überfordert sind und dass dieses Erkennen wird zunehmend auch sichtbar dann in den Diagnosen. Jetzt kommt die Zahl, die dann Herr Seiter wahrscheinlich gleich nochmal vertiefen wird. Die Anzahl der Rentenneuzugänge, also der vorzeitigen Berentungen aufgrund psychischer Erkrankung, steigt auch kontinuierlich an. Es ist noch dramatischer zu erkennen, dieser Anstieg, denn bei beiden Geschlechtern sind schon seit vielen Jahren psychische Erkrankungen die häufigste Diagnosegruppe für vorzeitige Berentungen. Also die Diagnosegruppe, warum Menschen vorzeitig in Erwerbsunfähigkeitsrente, die am meisten gestellt wird, nicht nur bei Frauen, auch bei Männern, inzwischen psychische Erkrankungen. Und sie nehmen insgesamt zu und auch prozentual weiterhin zu. Die Ursache ist dann auch wieder ähnlich wie bei den psychischen Erkrankungen, vor allem mit Krankheitstagen. Das kann eben zusammenhängen mit der tatsächlichen Zunahme oder mit der Diagnosegewohnheit bzw. der Bereitschaft, das zuzugeben. Wahrscheinlich spielen beide Dinge eine Rolle. Die Zahlen sind erschütternd, denn hinter ihnen stecken Menschen und ihre persönlichen Schicksale. Das Thema betrifft uns selbst, jeden von uns, unsere Familien, unsere Kollegen am Arbeitsplatz und die Menschen um uns herum. Das ist kein abstraktes Problem, es ist so häufig, dass es wirklich sozusagen um uns herum real zu finden ist. Man braucht sich bloß umzuschauen. Um meine Erschütterung zum Ausdruck zu bringen, habe ich vor etwa 1,5 Jahren zusammen mit 21 leitenden Ärzten psychosomatischer Kliniken einen Aufruf zum Dialog in der Gesellschaft über die psychosoziale Lage in Deutschland formuliert und veröffentlicht. Und diesen Aufruf haben wahrscheinlich auch einige von Ihnen mit unterzeichnet. Dieser Aufruf sollte ein Weckruf sein zum Innehalten und zur Besinnung. Wir wollten also nicht bestimmte gesellschaftliche Sektoren für diese dramatische Entwicklung und für diese nicht angemessen erkannte Entwicklung verantwortlich machen, sondern wir wollten zu einem offenen gesellschaftlichen Dialog über die psychosoziale Lage in unserer Welt und die möglichen Ursachen dafür und über sinnvolle Handlungsansätze aufrufen. Über 3.700 Fachleute haben bisher diesen Aufruf unterschrieben. Wenn Sie mal ins Internet gehen, können Sie viele sehr berührende Kommentare dazu lesen, die Menschen da reingeschrieben haben, wie sie dazu stehen, warum sie das auch mit unterzeichnet haben. Und viele der Unterzeichner sind auch an ihren Orten mit Veranstaltungen und Interviews und Vorträgen aktiv geworden. Wir haben es ein wenig dokumentiert, aber vieles davon ist auch für uns gar nicht bekannt. Die Initiatorengruppe dieses Aufrufs hat auf dem letzten Kongress, also vor einem Jahr auf dem Kongress hier, eine Aktion gestartet, die wir Seelenbaum nannten, wo wir aufgerufen haben, Bäumchen zu pflanzen. Die nannten wir Seelenbäumchen oder Seelenbäume. Wir haben auch auf dem letzten Kongress einen solchen Seelenbaum hier im Kurpark in Bad Kissingen gepflanzt. Sie können da auch mal vorbeigehen, wenn Sie durch den Kurpark laufen, dann kommen Sie auch an diesem Seelenbaum vorbei, von dem aus Sie unseren Pavillon der Religionen gut sehen können. Er ist nämlich gerade im Blick gegenüber. Da wird auch noch zu einem anderen Zeitpunkt was gesprochen. Und so ein Seelenbaum soll einladen, einmal innezuhalten und sich auf die eigene Seele zu besinnen. Einmal die Aufmerksamkeit vom Äußeren wegzunehmen und nach innen zu schauen. Die gleiche Idee steckt hinter einer anderen Aktion, die unsere Gruppe initiiert hat, die Aktion Seelenzeit. Sie soll uns einladen, einmal still zu werden
und auf die Stimme unserer Seele zu hören. Wenn Sie solche Aktionen für sich auch umsetzen wollen, dann finden Sie Erläuterungen dazu auf der Internetseite. Auch Sie können einen Seelenbaum pflanzen oder dieses Konzept oder diese Aktion der Seelenzeit in Ihren Lebensvollzügen oder Ihren Arbeitsvollzügen einfügen. Vielleicht machen wir das mal für einen Moment, eine Seelenzeitminute. Einfach mal die Augen schließen und nach innen zu spüren, wie bin ich eigentlich im Kontakt mit meiner Seele, egal was ich unter Seele verstehe. Einfach wie geht's mir gerade mit meiner Seele, jetzt, heute, vielleicht in diesem Augenblick? Habe ich überhaupt einen inneren Bezug zu meinem Innersten? Und wenn, wie fühlt es sich an? Wie viel Raum hat das, was ich vielleicht das Innerste oder meine Seele, meinen Kern nennen würde? Ist mir das vertraut, nach innen zu spüren, meiner Seele zu lauschen? Und ich möchte Sie einladen, diesen inneren Kontakt auf dem Kongress immer wieder herzustellen oder, wenn es gut geht, ihn zu bewahren und vom Platz Ihrer Seele aus dem zu begegnen, was hier stattfindet und nachzuspüren und wahrzunehmen, wie und wo Sie das innerlich berührt und betrifft. Sodass es mehr sein kann als ein gedankliches Nachvollziehen und Reflektieren der Themen. Wir vermuten die Ursache für diese erschütternde psychosoziale Lage in zwei gesellschaftlichen Entwicklungen. Erstens die Fähigkeit der einzelnen Menschen zur Selbststeuerung und zur Selbstführung scheint uns zunehmend überlastet und überfordert angesichts der vielen inneren und äußeren Reize und Anforderungen. Und zweitens die Fähigkeit zur Herstellung tragfähiger Beziehungen und insgesamt das Ausmaß der sozialen Bindungen ist offenbar vermindert, sodass es insbesondere bei psychosozialen Problemlagen oder Krisen leicht zu einer Dekompensation kommen kann. Früher habe ich immer gedacht, die erste Ursache sei die wichtigste, aber das ist vielleicht auch typisch für einen Psychotherapeuten, der sich immer den einzelnen Menschen zuwendet. Inzwischen glaube ich, dass die zweite Ursache, die Fähigkeit zur Beziehung, zur Bindung, dass die Hauptursache ist oder der Zerfall sozusagen dieser Fähigkeit, die Oberfläche, die dann mehr übrig bleibt. Und deswegen bin ich auch glücklich, dass wir mit Frau Dr. Lynn Friedli, eine international anerkannte Expertin, zu diesem Thema für unseren Kongress gewonnen haben. Die stärkste Reaktion auf den Aufruf, also das, was sozusagen zu uns zurückkam, bezog sich auf das Thema Burnout. Also wir haben psychosoziale Lage gesagt, ist ein Problem. Und das, was aufgegriffen wurde am stärksten, das war Burnout. Der Fokus hat als erster das Thema im Oktober 2010 veröffentlicht mit dem Titel Burnout Alarm. Und in den letzten anderthalb Jahren ist dieses Thema Burnout in unserer Gesellschaft geboomt. Burnout ist inzwischen im Gegensatz zur Depression gesellschaftsfähig geworden. Wenn ich ausgebrannt bin, habe ich vorher viel geleistet. Und die nachfolgende Erschöpfung kann leichter akzeptiert werden. Aber dieser Fakt zeigt auch, dass die psychischen Problemlagen immer noch stigmatisiert sind und verdrängt werden. Nicht nur unter dieser Vorstellung, dass ich also viel geleistet habe, ist also psychische Störung dann gesellschaftsfähig.
Und das ist immer noch eine Stigmatisierung, als ob es nicht ein Recht auf eine psychische Störung genauso gibt wie auf eine körperliche. Burnout ist aus meiner Sicht keine Erkrankung, sondern sie ist ein Prozess, eine Entwicklung, die dann zu einer Erkrankung führt. Die Erkrankung, die dann dem Burnout-Prozess folgt, zeigt sich in Dekompensationsmustern wie Depressionen, Sucht, Ängsten oder psychosomatischen Beschwerden. Das ist die Folge dieses Prozesses. Das Hauptproblem dieses Prozesses oder dieser Entwicklung ist, den Kontakt zu sich selbst verloren zu haben und die inneren Signale nicht mehr beachtet zu haben, die diesen Kontaktverlust begleiten. So gerate ich dann in ein hyperaktives Handlungsmuster, das ich nicht mehr gut reguliere. Ich gerate zunehmend aus dem Gleichgewicht und erschöpfe mich. Mein soziales Umfeld hat in der Regel ebenfalls kein Gespür für die Signale und Bedürfnisse unserer Seele und kann mich in der Zuspitzung meiner Krise nicht mehr auffangen. Zumal auch das soziale Umfeld nicht mehr so bereit ist oder wir nicht mehr so bereit sind, in unserem sozialen Umfeld uns auch anzuvertrauen und uns diese Rückmeldung zu holen oder auf die, die uns Rückmeldung geben, zu hören. Das ist eben dieses zweite Problem, dass die Bindungsbereitschaft abnimmt. Dieser Prozess ist sicherlich ein individueller Prozess, aber er wird gefördert durch eine Kultur übertriebener Leistungsorientierung, einer Orientierung an äußeren Zielen, einer Funktionalisierung unserer Lebensvollzüge und einer Abwertung menschlicher Schwächen. Ob eine Institution wie ein Unternehmen oder gar eine ganze Gesellschaft ausbrennen kann, ist umstritten. Aber Menschen und Führungskräfte können das in einem derartigen Ausmaß, dass es dramatische gesellschaftliche Auswirkungen hat und haben wird. Die weltweiten Kosten, die sowohl von psychosozialen als auch von körperlichen Krankheiten pro Jahr verursacht werden, betrugen nach Schätzungen des Wirtschaftswissenschaftlers Nefjodov im Jahr 2004 bereits 24.000 Milliarden US-Dollar. Also 24 Billionen, wie wir Deutsche sagen, aber nicht Billions der Amerikaner. Also 24.000 Milliarden US-Dollar, damit etwa ein Drittel des Weltsozialproduktes. Nefjodov vertritt die Theorie der sogenannten Kondratjew-Zyklen, der langen Wellen der Weltkonjunktur. Ein solcher Zyklus dauert 40 bis 60 Jahre und ein solcher Zyklus wird ausgelöst durch eine Basisinnovation, die sich dann zu einem Motor der Weltwirtschaft entwickelt. Solche Basisinnovationen, die also wirtschaftlichen Schub auf der ganzen Welt hervorgerufen haben, waren die Dampfmaschine. Er sagt, das war der erste, die man noch zurückverfolgen kann. Dann die Eisenbahn, die Elektrotechnik, das Automobil und zuletzt die Informationstechnik. Hier kann man das sehen, diese Wellen, die er beschreibt. Und diese Basisinnovationen, die ziehen dann die wirtschaftlichen Prozesse hinter sich, weil sie breiten sich aus in der Gesellschaft in verschiedene Bereiche. Das kann man vor allen Dingen in der Informationstechnik ganz gut erkennen. Ich zitiere jetzt einmal Nefjodov. In den frühen 50er Jahren begann der fünfte Kondratjew. Seine Antriebsenergie kam aus der Entwicklung und Verwertung der computerbasierten Informationstechnik. Mit dem fünften Kondratjew ging die Industriegesellschaft in die Informationsgesellschaft über. Wirtschaftswachstum definiert sich seither vor allem als Wachstum des Informationssektors. Mit stetig zunehmender Geschwindigkeit durchdrang die Informationstechnik alle Bereiche der Gesellschaft und verwandelte die Welt informationell in ein Dorf. Das ist uns auch inzwischen geläufig und bekannt. Mit der weltweiten Rezession, also weiter Nefjodov, mit der weltweiten Rezession der Jahre 2001 bis 2003 ist der letzte, der fünfte Kondratjew-Zyklus, der von der Informationstechnik getragen wurde, zu Ende gegangen. Parallel dazu hat ein neuer Langzyklus, der sechste Kondratjew, begonnen. Er wird vom Bedarf nach ganzheitlicher Gesundheit angetrieben und wird den Ländern, die diesen Langzyklus führend beherrschen, für ein halbes Jahrhundert Prosperität und Vollbeschäftigung bringen.
Den Grund dafür sieht Nefjodow darin, dass körperliche und vor allem seelische Krankheit eine Barriere für die volkswirtschaftliche Weiterentwicklung darstellt. Das ist auch ein Teil seiner Theorie. Die jeweilige Basisinnovation beseitigt eine Entwicklungsbarriere der Gesellschaft, also eine wirtschaftliche Entwicklungsbarriere. Ne? Nefjodow hat seine Theorie bereits Ende der 90er Jahre veröffentlicht und die Entwicklung der letzten 10 bis 15 Jahre scheint ihm recht zu geben. Denn die direkten Kosten zur Behandlung von Erkrankungen sind enorm, aber die indirekten Kosten durch Produktionsausfall, Ineffizienz und soziale Kosten sind noch viel größer.